Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Ark. Ja, wir sind immer noch gerade fleißig beim Rumtamen. Ich gebe da diesen kleinen Viechern da am Strand die Bären. Und unser Brutus gibt dem Kleinen da auch am Strand die Bären. Noch nicht ganz, aber fast. Der Vogel hat sich schon mal auf die Stange gesetzt. Ach nee, das ist ja der Schwanz oder der Hals. Ich weiß es nicht. Das müsste der Kopf sein. Der Seite. Weil ich hab mal. Das ist ein Wurm. Ups. Oh. Das war der Kopf. Ich stand auf dem Kopf, okay. Na Dodo? Bist du ein weiblicher? Ne, männlicher. Für Eier züchten brauche ich bitte schön weibliche, keine männlichen. Es geht so schwer. Na. Ah. Gehe ich jetzt gleich Kilometergeld, ich weiß, aber. Wenigstens spannender, als wenn man da oben. Hey, du sollst aufhören, auf dem Rund zu turnen. Sepp. Ja, Kleiner, komm mal mit. Ach, du gibst ihm schon was essen? Nee. Achso, der hat nur. Der ist erst bei 9. Okay. Einen habe ich getamed und die anderen zwei sind weggelaufen oder was? Oh Mann. Das Osterspiel hier. So, 8-7 hat er jetzt. Jetzt gebe ich ihm noch einen, dann kann ich ja schon mal die Bären holen, ne? Jo, die kannst schon reinhauen. Wenn der bei 8-7 ist, kannst du die Bären reinklopfen. Na, du kleiner Mann? Frau? Was bist du denn? Kennt man nicht. Der Name ist zu lang. So, guten Appetit, großer. Ich nenne uns mal Hack. Auf dass das funktioniert. Jawohl. So. Ja, also. Millimeter hat noch gewählt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die drei Bären reichen nicht. Bei dir jetzt. Ja. Super, ich wollte gerade auf den Stein klicken. Denk mir, warum komme ich nicht rein? Also der eine Zweig, der will aber überall durch, ne? Kleiner Saurier! Akzept. Warum wollt ihr immer meine Ziele attackieren? Er steht aber jetzt trotzdem dort, dass, außer für United Gamers, euch getamed hat. Geh mal den anderen besuchen. Die Hälfte hat er schon. Das sind wir ja schon mal richtig gut hier. Hallo, hier. Ich hab gemeint, ihr seid so intelligent. Oh, cool. Ich hab einen Lystrosaurus, Level 58 und bin selber Level 58. Cool. Genau, weiß mal. Ach so. Kann dir schon wieder eine Bärde geben.
mal, da hinten ist ein neuer Pronto. Ja. Level 8. Ich denke, ein Pärchen langt. Ja, klar. Es ist höchstens Mittagessen für ein Spino. So, jawohl, Akzept. Also ich habe 3 und du? Ich habe 1. Gleich. Aber der ist größer wie deine 3 zusammen. Also die passen sogar alle 3 in einen Fuß. Die können als 10 Nägel rumlaufen. So. Wie es aussieht, kriegt er noch 14 Level dazu. Da ist er fertig. Sehr schön. Wir haben jetzt einen Level 46 Pronto. Was hat er denn? Hals 3392. Stamina 336, das ist schon mal gut. Gewicht 1008. Oh. Was? 1008? Du wollen mir mal nicht erzählen, dass der nur eine Tonne wiegt. Nicht wiegt, tragen kann. Ach so. Boah, wenn du auf dem reitest, läufst, wirst du aber auch seekrank. Alter, Dene, guck dir das mal an. Ich weiß nicht. Was haben wir gelernt? Einem Vogel nicht laufen. Du kannst schon mal einen von den Kleinen mitnehmen und schon mal abfliegen. Müsstest du alle 3 mitnehmen können. Auf einmal. Pass auf, gleich habe ich den Bronto dran. Glaub dann spielt deiner, aber Du bist gerade nicht wirklich an die dran, an die Kleinen. Ja. Weil die genau zwischen seinen Füßen rumturneln. Einen habe ich, okay. Hast du den Bronto hochgehoben? Nee. Ja, das wär's. Nee, weil du dich gerade so angekühlt hast, so. Ey, voll schwer das Viech. Nein. Genau. Ups. Wenn die Kleinen länger überhaupt schwimmen oder ersaufen die jetzt alle? Kommen. Der hat aber lustige Muster auf dem Bein. Pronto? Ja, weil er die Kleinen dran kleben oder was? Nö. Ich hab dir noch einen kleinen geklaut. So, aber das Schöne ist jetzt, dass wir das in Argentavis haben. Das heißt, wir können dann mal lostigern. Noch ein paar. Schweinchen einfangen. Dann bestimmt. Oh. Ich hab den erschossen. Entschuldigung. Denk mir gerade, warum kann ich den nicht tamen? Wo will er denn jetzt hin? Fotos? Ja. Willst du mich verarschen? Warum? Weil mir gerade ein Listerosaurus entgegenläuft.
Ja, der ist wohl abgehauen, warum auch immer. Ja, weil er mir dann natürlich noch folgt. Der ist wieder zu mir zurückgekommen. Ja, der hier folgt dir nicht, aber der läuft auch wild durch die Gegend hier. Du machst das, dass sie stehen. Dem muss ich sagen, stopp. Ah, ist das Bild geil. Lit. Dodo, du warst ganz witzig. Könnte höchstens Enable Wendering machen, aber nicht stopp. Ich sag, er soll nicht folgen, aber der läuft hier wild durch die Gegend. Glaubt, er ist verwirrt. Du weißt doch. Es gibt auch welche, die leicht verrückt sind. Mhm. Wenn sie intelligent sind. Auf jeden Fall hier wird es weitaus schwieriger als auf dem anderen Server. Auch hier ist er schon da. Stallungen zu bauen. Wieso läuft der weg? Ich verstehe das nicht. Wir sind zu Hause. Er turnt hier so rum, als wenn ich gesagt hätte, Enable Wandering, aber also, dass er wandern soll. Habe ich aber nicht. So. Rennt jetzt immer noch total rum? Ja. Guck ihn dir an. Komm her. Sie läuft jetzt auch schon langsam los. Wahnsinn. Alter, sag mal, wie viele Viecher habt ihr denn hier mittlerweile? So viele, wahrscheinlich will er abhauen deswegen. Du meinst, der kriegt Platzangst? Mhm. Gerade. Ich bin hier in dem Gang hinterm Haus. Oh, ich komme mal zu dir. Ich bin jetzt auf der Plattform. Der läuft hier wild durch die Gegend. Der zittert. Und er hat wirklich Angst. Hallo, was haben sie mit dir gemacht? Haben sie dich verwirrt oder was? Keine Ahnung, was der vorhat. Nö. Hey Spatzi, bleib mal wegen stehen. Ist sicher, dass du ihm keine Drogen gegeben hast. Nö. Vor allem, ich kann auch nicht einstellen, dass er Jetzt ist er, glaube ich, stehen geblieben, oder? Ja, weißt du warum? Warum? Weil er in einen Dino reingelaufen ist. Ja, normalerweise kannst du hingehen und sagen, dass er ein Kunststück machen soll. Na, das habe ich mit ihm schon gemacht. Ach so. Weil ich hoffte, dass er dann aufhört, wenn er ein Kunststück macht, dass er dann stehen bleibt. Werden ihn getamed. Kann es vielleicht sein? Ah, da. Ja, eine Sekunde zu früh loslassen.
Ja, dann lassen wir den mal wegen verwirrt sein. So, was brauchen wir denn von Bronto-Sattel Nummer 2? Ich bin gerade, glaube ich, über Roschner das Gesicht gelaufen. wir brauchen für einen Bronto-Sattel 350 Leder. Wie viel Leder haben wir denn noch? Ich habe hier 13 im Adler noch. 113 meine ich. Ich habe 67. Wir brauchen nur 350. Wo soll ich da reintun? Im DAX? Ja, im Biber. So, ich fress mal wieder eine Beere. Und, ja, super, es wird wieder dunkel. Aber das möchte ich auf jeden Fall noch in der Folge machen. Denn dann will ich mit der Aufnahmesession mal wieder Schluss machen. Der andere Vogel hat Augensattel. Kannst du den auch schnappen? Kannst du mir mal hinterher fliegen? Der andere Vogel hat einen Sattel. Ja, der, wo da hinten rum eiert. Läufst gerade drauf zu. Ja. Weißt du, dass wir uns schauen, dass wir uns nochmal ein Schweinchen suchen? Dann Fium, ja. Ich flieg zu dem Biberfluss da rein. Ja, ich bin hinter dir. Alter, ist jetzt hier die Brontomanie losgelaufen oder was? Da ist einer. Ich hab grad gedacht. Da ist einer. Wir haben schon zwei, danke. Das wird ja auch noch lustig, wenn wir versuchen wollen, die. Ach, das ist ein Biber. Moment. Was hat denn der für ein Level? Level 80. Das will ich jetzt probieren, ob das geht. Den zu heben. Ja. Ich muss nur warten, bis er wegen aus dem Wasser rauskommt. Was hat der andere? Level 20. E-Mail. Also, du sollst das Fernglas einstecken und nicht eine Beere essen. Hallo. Da schaust du dumm, ne? Hast du gehoben? Jo, hab ihn auch in die Füße. Kannst dir noch einen anderen schnappen? Oder schnapp dir was anders? Das Weiße brauchst du nicht aufmachen. Nicht? Nee. Oh. Schrott drin. Wo ist denn der andere Kamerad? Da. So, du hast einen Freiflug gewonnen. Ist das nicht schön? Ach, mein Bild stehen geblieben. Wo ich gerade zugreifen wollte. Du brauchst nicht unbedingt treffen. Ich hoffe, dass das klappt, was ich jetzt vorhab. Nicht, dass der. Meinst du, der kommt durch Türen? Durch die Tür bist du mit deinem nicht gekommen, ne? Ich hoff's mal. Wenn nicht, hatten wir einen Biber. Vor allem das Schlimme ist, ich muss treffen. Alter, ist es hier grün. Ach, Mann. Ja. Kannst wieder zurückkommen. Wieder raus, oder was? Ja, nö. So. Ja, ich erwisch den anderen Biber nicht. Weiß jetzt nicht, ob das funktioniert, was ich vorhab. Wenn's in die Hose geht, wird's lustig.
5. Jetzt habe ich ihn. Wann sehen wir auch gleich, ob der Stein hält. Au, au. Nein, 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 nein! Was, nein? Ach, Mann. Ist er ausgebrochen? Nein, meine blöden Viecher wollten den alle umbringen. Oh, jetzt sehe ich nichts mehr. Nee, ich auch nicht mehr. Was ist jetzt passiert? Es ist Nacht geworden. Nee, hier ist gerade Nebelpotamus ausgebrochen. Ich glaube, der versucht gerade das Haus zu zerlegen. Also ich meine lieber nicht dazu schmeißen. Erstmal nicht. Auf jeden Fall, sowas müssen wir uns auch noch bauen. Dass was wir kommen? Reinkommen, aber er nicht raus. Okay. Hast du ihn umgelegt oder was? Bin gerade dabei. Weil den nächsten habe ich hier. Ich sehe zwar nichts mehr. Das ist ja witzig. Du hast nicht rein zufälligerweise eine Fackel, oder? Leider nicht, und ich kann mir auch keine bauen. Ich kann noch nicht landen, nicht absteigen, weil ich immer noch den Biber habe. Also, ah, meiner liegt. Kannst reinlassen. Hast du mal Licht? Nein, ich habe auch weder das eine noch das andere noch das dritte. Außerhalb, du hast auch Fackeln angebracht. Ja, okay, mache ich an. Erstmal durch den Biber durchlaufen. Also nicht reinschmeißen, wenn ich jetzt gerade reingehe, ne? Mhm. Weil das wäre leicht gemein. Und ich muss erst noch. Ah, okay, jetzt weiß ich, warum es gestaubt hat. Er hat die Fackel hier kaputt gemacht. Ja, ich muss erst mal gucken. Ich muss mich erst umorientieren, wenn man weiß, wo er rein muss. Ich gebe mir mal schnell, brauche ich denn einen Stein? Und einen Flint. Protus, ja. Der ist nicht drin. Okay. Ich denke mir, wieso steht jetzt ein Biber vor meiner Schnauze? Ich habe nicht mitbekommen, dass ich ihn verloren habe. Ja, wenn du zu tief fliegst. Hängt er da fest? Kann er was machen? Ja, freilich kann er was machen. Wenn ich ihn dann treffe, dann haut er mir eine rein. Okay, weiter. Ja, ich hab den Schreck wieder verloren. Richtig, weil du musst sofort nach oben abdrücken. Jetzt läuft er nach unten. Jetzt hast du ihn. Nach oben, nach oben, nach oben. Ja, wieder verloren.
jetzt werde ich gleich abfliegen. Ja, und jetzt oben, nach oben. Ja, jetzt hast du wieder verloren. Brutus übt gerade. Ja. Warte, ich nehme ihn, ich hol mal. Oh, das war unserer. Okay, ich habe schon zu viel geübt, glaube ich. Ja, du hast ja jetzt auch freie Bahn. Bei mir war er direkt in der Häuserecke. Problem, was jetzt sein kann, dass er, wenn es gleich austickt, dass er einen anderen tötet. Das wollen wir mal nicht hoffen. Achso, du kannst. Achso, du hast immer noch keine Fackel. Ne. Kannst du mal landen und zu mir kommen? Ah, warte. Dann wird halt mal die Folge heute mal etwas länger, so zum Abschluss. So, wie war das jetzt? Fackel bauen? Nee, landen und zu dir kommen. Egal. Landen und zu mir kommen, weil die Fackel habe ich ja. Ja. Kann ich dir ja hinschmeißen. Wo bist du denn? Da oben auf dem Treppenhaus. Ah, auf dem Treppenhaus, okay. Ach, Mann. Ich fang schon mal an. Erstmal durch das ganze Gewirrwarr hier gucken, wie ich am besten zu dir komme jetzt. Scheiße, meine erste Armbrust ist gerade gebrochen. Ich habe Gott sei Dank zwei. Ja, jetzt bitte wieder anmachen. Nicht nur aufheben. Lustige, wenn sie liegt. Macht sie viel weniger Licht, als wenn sie in der Hand hat. Okay. Er liegt. Alter, beim anderen habe ich 3000 Pfeile gebraucht, bei dem 5. Ja, war ein Level 20. Okay. So, aber wir werden die jetzt dann gemütlich zu Ende tamen. Super, in unserer kleinen Kantine hier. Okay, der braucht bald Narkotik, sonst wacht er auf. Okay. Und zwar pronto. Ja. Ich arbeite dran. Weiß noch nicht, ob du reinkommst. Ich glaube hier der Pronto hat welche. Nein. Jo. Aber so lange warten wir noch, ob wir es schaffen. Wird es Brot schaffen oder werde ich verrecken? Ich gebe Gas. Auf zweites. Dann braunen bitte. Viermal habe ich ihm schon mal gegeben. Gut, aber dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Tschüss.